Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Mit dem neuesten Patch wurde der Pachyrhinosaurus eingeführt und den werden wir gleich suchen gehen, aber es wird erstmal dunkel. Das macht aber nichts, denn wir wollen jetzt erstmal den Sattel craften. So, Pachy. Da ist er schon. Kostet euch 18 Engram-Punkte. Sehe ich hier zufällig... Ja, es ist wieder das Problem. Ich sehe mal wieder nicht. Ah, da. Genau, ihr könnt den Sattel ab Level 25 craften. Dieses Mal habe ich diese Information. So, jetzt habe ich allerdings nicht aufgepasst. Können wir das direkt im Inventar machen? Ja, können wir. Okay. 140 Hide, 80 Fiber und 25 Wood. Mal gucken, ob ich hier noch in der Smithy was habe. Ist auf jeden Fall Fiber. Und dann halt wird es scheitern. Gut. Macht nichts. Habe ich hier noch irgendwo halt? Ich glaube nicht. Ansonsten. Das ist ja hier alles nur mein Spielstand von einem. Ja. Von einem halben Jahrtausend. Und das ist ja nur, dass ich. Wenn ich mal was zeige. Nee. Aber gut. Dann werde ich den jetzt gerade craften. Dann suchen wir einen Pachyrhinosaurus. Und dann werden wir ihn zähmen. Okay, da bin ich wieder. Wow, also ich hatte eigentlich die Information, dass ein Pachyrhinosaurus passiv gezähmt wird. Aber irgendwie hatte das Ganze nicht so richtig funktioniert. Also ich wusste, dass ich Bug-Rapper-Land brauche. Ich dachte aber eher, das muss ich auf mich anwenden. Aber im Gegenteil, der Pachyrhinosaurus mag Bug-Rapper-Land. Er mag allerdings halt auch Gemüse, Major Berries und die anderen Beeren. Also ihr müsst jetzt nicht zwangsweise Bug-Rapper-Land dabei haben. Aber wie viele Pfeile hat bitte ein Level 19er Pachy verschlungen? Also ich habe schon irgendwie gedacht, ich habe irgendetwas falsch gemacht. Aber und ihr seht auf jeden Fall, seine Unconscious-Anzeige geht deutlich
runter. Also wenn man dann hochgelevelten haben will, dann auf jeden Fall ordentlich Narkotik dabei haben. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich weiß noch nicht, wie ich das beschleunige oder so. Die Pachyrhinosaurus, die stoßen so einen chemikalischen Rauch aus und ihr habt dann vielleicht gesehen, dann ist mein Stamina so ziemlich gleich gen Null gesunken. Und das kann man auch bei feindlichen Gegnern einsetzen, also bei feindlichen Dinos. Und wenn ihr das dann macht, dann sind sie sozusagen betäubt und dann lassen sie von einem ab, also hegen sie jetzt kein Verlangen mehr, einen noch weiter zu bekämpfen. Und wie gesagt, das kann man dann eben auch bei Feinden machen. Dann setzt man sie halt außer Gefecht, wenn ihr Stamina eben ja praktisch gegen Null sinkt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Pachyrhinosaurus so schwierig zu zähmen ist. Vor allem, weil ich die Information habe, dass es passiv halt möglich ist. Aber ich bin rangegangen und ich habe einfach den Befehl nicht bekommen. Deswegen habe ich dann gedacht, probiere es auf die herkömmliche Variante eben mit Narkotisieren. Aber ein Level 19er hat furchtbar viele Pfeile verschluckt und das Stamina, Stamina, sag ich schon, seine Unconscious-Anzeige ging sehr langsam hoch. Gut. Gucken wir jetzt mal erstmal die Attacken an. Vielleicht stelle ich mich nicht gerade so schräg auf den Berg hin, sondern hier oben mal hin, dass man das besser sieht. Es wird, glaube ich, auch gleich schon wieder. Na, nee, es wird auch nicht dunkel. Das hat gerade getäuscht. Okay. So, seine ganz normale Attacke ist so eine leichte Ram-Attacke. Ich sehe gerade, Bären kann er sogar auch ein bisschen sammeln. So, und mit der rechten Maustaste seht ihr schon, macht er diesen, ja, toxischen, chemikalischen Nebel, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist halt, wenn ihr zum Beispiel, während ihr auf einem Pachyrhinosaurus sitzt und ihr werdet beispielsweise von einem Raptor angegriffen, dann stoßt ihr am besten diesen Rauch eben aus und dann lässt der Raptor von euch ab. Oder eben, wenn ihr im PvP-Modus spielt, ist das dann natürlich auch eine sehr gute Sache, weil dann könnt ihr eben das Stamina von euren Gegnern sehr weit runterhauen. So. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, auf C hat er auch noch. Okay, das ist dann Rage. Okay. Sprich, werden die Attacken dann stärker? In diesem Rage, das wusste ich nicht, aber okay, das ist auf der Taste C. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er sich irgendwie buffen kann? Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, linke Maustaste, ganz normale Attacke. Rechte habt ihr dann diesen chemikalischen Nebel. Genau, da steht es nochmal Hidden oben rechts. Und wie gesagt, wenn man die C-Attacke einsetzt, dann steht da Rage. Könnte vielleicht so eine Art Buff-Attacke sein. Wäre möglich. Auf jeden Fall ist das wieder so eine, ja, Exklusivität, sage ich jetzt mal, was ein Dino hat. Und das mag ich ja, wenn es halt besondere Fähigkeiten hat. Und das ist ja bei dem Pachyrhinosaurus auf jeden Fall gegeben. Allerdings macht es mir, wie gesagt, ein bisschen Sorge mit dem Zähmen selbst. Es hat angeblich, soll es passiv gehen. Aber ich habe ihn jetzt halt auf herkömmliche Art und Weise gezähmt. Wie gesagt, bevorzugt ist Bug Repellent, er isst aber auch Magic Berries etc. Und ja, auf jeden Fall verschlingt er ordentlich an Pfeile. Kann vielleicht auch sein, weil er hier am Kopf auch so gepanzert ist, dass er halt, dass dieses Narkotik, sage ich jetzt mal, deswegen schlecht zu ihm durchdringt. Aber ja, packt auf jeden Fall genügend Pfeile ein und sucht euch, wie gesagt, eine Art Felsen oder so. Und ihr habt auch gesehen dann, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich denke mal, ich werde es vorspulen, aber ihr müsst das dann sehen, dass er dann auch für eine gewisse Zeit dann auch flieht und dann halt seinen toxischen Rauch dann loslässt, was dann halt euer Stamina senkt und dann greift er dann halt wieder an. Also er ist tatsächlich nicht so einfach zu zähmen, wie ich finde. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.
Noch ein kleiner Nachtrag, was den Pachyrhinosaurus angeht. Ihr habt es vielleicht schon selbst gesehen. Und zwar, wenn ihr diesen Rauch immer ausstößt, zum Beispiel auf der C-Attacke, ihr seht, das Stamina geht furchtbar weit runter. Also das sollte man auf jeden Fall bedenken. Gerade wenn man dann eben angreifen möchte. Also da muss man dann das schon sehr überlegt einsetzen. Sonst steckt man dann ganz schön in der Klemme, wenn man kein Stamina mehr hat.